Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake Intermission Yuffie's DLC. Upp. Ja, ein Mogi, das bin ich. Ja, heute kommen wir ein bisschen voran, versprochen. Außer ich finde noch ein paar Fort Condor Kontrahenten. Aber okay, ja, wir haben, ich sehe gerade, hier kann man auch noch irgendwie hin. Ich glaube, da kommen wir aber nicht rein, ne? Gut, ja, wir sind immer auf der ewig währenden Suche von was auch immer wir machen können, ne? Und ich bin vielleicht ein bisschen gesidetrackt worden, aber gucken wir mal hier. Weiß nicht. Wir versuchen mal heute ein bisschen voranzukommen, ne? Ich meine, außer wir kommen hier noch, wir finden hier noch ein paar. Oh, Entschuldigung. Ihr macht's mir kennt. Außer wir finden noch ein paar andere Fort Condor-Leute, die ja spielen möchten, ne? Aber ich sehe nur noch einen. Upsala. Oh, es ist Wedge. Machen wir den mal. Ach ja, der hat sich um die Katzen gekümmert, genau. Los geht's. Aber klar doch. Dann mal los. Ah, kurz knapp und bündig. Ich bin quasi Expertin in dem Spiel. Ich bin schon Level 3. Unterschätzt mich nicht. Ich bin stärker, als ich aussehe. Oh, ein Gegner mit Selbstbewusstsein. Gut, dann halte ich mich nicht zurück. Ich würde sagen, muss ein bisschen lauter reden wegen der Musik. So. Gut, ich habe ein etwas besseres Truppenbrett. Was ist das? Oh, das ist aber sehr viel besser. Mein Stützpunkt ist stärker, hat mehr Angriffskraft, er hat weniger Angriffskraft. Ja, da sieht man ja auch die Wechselwirkungen von denen, ne? Von denen, da rechts sieht man die in der Mitte. So. Ich will mir die Zauber anschauen. Vita, magisch Feld, in den Schaden gegen Flugmeer verringert wird. Erhöht die TP der Einheit auf dein Brett, auf dem Brett. TP. Will ich das? Sind ein bisschen wenig Leute hier, ne? Deswegen gucken wir mal. Ich will hier. Oh, da ist schon eine Gardistenkaserne. Was ist das für ein Team, was die mir geben? Okay, rot, grün, blau. Okay. Ich muss mir eigentlich nur merken, wie im Pokémon. Das ist eigentlich Feuer, Gras, Wasser eigentlich, ne? Alles klar. So kann ich mir vielleicht besser merken, ne? Okay, sollen wir das so machen? Ja, ne? So. Ich würde hier gerne anders sortieren, ne? Steht sortieren, aber geht nicht. Gut, wir holen eine Grenadierkaserne, wir holen eine Sturmgardistenkaserne, wir holen so, tun wir so ordnen, ne? Dann holen wir uns einen Motte, ne? Machen wir so, ne? Grenadier, da kriegen wir Grenadiere her, also holen wir uns. Weil ich so ein holen wir so ein, ne? Und dann holen wir uns so einen Elite-Gardisten und eine die bringt es nicht, deswegen lassen wir halt mal und hier so ein fünf Schild, ne? Gut, so los geht's. So, hoffentlich bringt's das. So, ich muss gucken, was der als erstes platziert. So, da ist das heißt, wir bauen einen, haben wir nicht. Dass wir packen den da hin. Weil gegen Gras, ne? Ne, warte mal, falsch. Verdammt. Jetzt habe ich mir gerade so nach Pokémon-Analogie hier bemerkt und direkt vergessen. Nein, Ah,
verdammt. Machen wir den hier. Wir müssen Schaden leider. Na, verdammt. So, verdammt. Na, das was wird? Ich weiß es nicht. Nein, was mache ich? Aber warte mal, mich fertig. Obwohl, wir sind auch nicht so weit entfernt. Oh, verdammt. Wir haben einen erledigt. So, jetzt komm her. Okay, irgendwie ist das nicht so am Funktionieren gerade. Aber da ist unser Ding noch am Stehen, ne? Von daher ist das okay. Verdammt. Aber was ist das denn? Mal den hier. Den ja platt. Oh mein Gott, wir sind sowas von dran. Oh. Mir ist ja so drunter und drüber gegangen gerade. Was mache irgendwas? Ah, bringt da gar nichts. Ja, da gewinnt der auf jeden Fall. Schade. Aber warte, jetzt kommen sie alle durch. Warte. Passt. Wenn ihr dahin geht, Ritiger dessen hier hin. Sind wir gewinnen? Ich weiß es nicht. Der böse Hubschrauber macht uns hier fertig. Ja, wir haben einen Vorteil gegen den, ne? Das war jetzt recht ein Vorteil. Nein, der kommt hier durch. Das macht ihr alle fertig. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Kann ich ja nochmal neu starten. Kann man nochmal neu starten. Kann neu versuchen. So, aber so mal nochmal mit der gleichen. Ja, man fängt der an. Fängt der immer gleich an. So, meine Güte. Ja. Aber der hat auch eine Kaserne aufgestellt, sehe ich gerade. Kein Wunder. Oh, da kommt natürlich sowas daraus. Oder? Na warte, ich tue ja mehrere Leute jetzt rausholen. So. Oh, sehr gut. Perfekt. Das hatte ich nicht vier Zauber? Oder bin ich mir nur ein? So, komm. Na, mach die fertig. Aha. Macht doch viel besser gerade. Was macht die fertig? So, alle Kasernen stehen. Wir kommen da jetzt voll durch. Oh, was ist da dann an? Oh mein Gott, der macht die voll fertig. Weg euch da weg. Was hat der Barriere aufgestellt? Nein. Aber wenn ich denn mehr Schaden mache, ist er doch besser, ne? Eigentlich. Dann gewinne ich doch am Ende, oder? So, ich habe ja nur grüne Klamotten. Du hast mir so gut wie gar keinen Schaden gemacht bisher. Da geht er sofort rein. Nein, ich hätte ihn hier empacken sollen. Ja, es sind noch Gegner. Kenne ich. Oh Mann. Oh, einfach eine Verschwendung da rechts auf der Seite. Oder
Ja, der ist blockiert. Nein. Komm schon. Ich war so einfach gewinnen. Ich muss die Motte dahin platzieren auf den Typen. Mach eine, 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 mach eine. Obwohl, die ist leicht tot. Feuer, Wasser. Los, komm, mach die fertig. Ich bin aber noch am Gewinn, oder? Jawohl. Nein. Verdammt. Wir stürmen einfach auf die rechte Seite. Los, komm. Das Ding geht kaputt. Ne. Wir gehen einfach auf die rechte Seite los. Jawohl. Sind wir am Gewinnen? Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ist ja eine Verlängerung, oder was? Ich weiß nicht, was gerade los ist. Komm schon, wir stimmen dadurch. Gallisten, euch. Wir sind fertig. Stimmt einfach durch, Mann. Oh, wir sind am Sterben. Ich nehme an, wenn ein Turm irgendwie kaputt ist, habe ich verloren oder so, ne? Nein. Komm schon. Oh mein Gott. Die kommen da gar nicht durch auf der Seite. Eine neue Herausforderung. Na warte du. Machen wir wieder so. Granatwerfer. Ne, Magiebrett 2. Start ATB. Was? Aufstellung bearbeiten, aber. So, der Granatwerfer war kacke. Ich glaube, ich brauche eher die Dinger. Also Zauber, ne? So, dann kommen wir ja Wedge. Warte, ich dachte, ich habe Start ATB. So, du kommst hier hin. Ich dachte, ich krieg voll viel Start ATB. Stand doch gerade da. So. Du, geh mal weg. Nein, er macht meine Kaserne kaputt. So. Boah, wir machen jetzt voll nah daran. Ist das Ding erstmal aus dem Weg hauen, bevor er da durchkommt. Wenn einer kommt, ich baller euch ab. Boah, das sind diese Eisangriffe, der bringt ja gar nichts. So, ich tue jetzt überall Gardisten hier im Platzieren, ey. Ich werde daneben leben durchkommen. So, na, kommen da natürlich wieder die falschen Einheiten, ja. Mal viele Leute da jetzt kommen. Wie viele Leute ich ja gerade spawnen. Und die einsame ein Mann am Meter macht den abfällig. Hier kommt ein Roter hin. So, komm her. Ja, guck mal, wie viele Leute hier sind. Wir kommen da immer noch nicht durch, habe ich so das Gefühl. Die werden alle fertig gemacht. Jetzt geht der da auf die los. Ah. Oh,
sind so viele Hubschrauber. Hey, jetzt kommen wir hier wieder nicht durch. Wie schafft er am Ende immer zu gewinnen? Boah. Jetzt kommen sie wieder alle hier durch. Komm schon, Mann. Ja, du stimmst jetzt einfach dadurch, komm. Ah, jetzt dreht er sich um und schießt auf den. Soll den in der Mitte ganz nicht angreifen. Ah, der ist schon tot. Ich habe sehr viel mehr Punkte abgezogen als er. Alter, was ist hier los? Aber mal. Du. Wieso bin ich jetzt auf einmal so am Verlieren? Oh mein Gott, ja, nee, kann ich schon vergessen. Ich hatte dich ja gewarnt. Okay. Mich immer wieder herausfordern. Okay, hier kommen wir auch nicht weiter. Alles klar, machen wir eine weitere Story. Was nach mir? Okay, 15 Minuten schon mal hier aus dem Fenster geworfen. Ey, warum ist dieses DLC so schwierig? Ey? Ich komme irgendwie nicht voran, habe ich so viel. So, da warte. Ja, bitte. Ah, ein bisschen Umhang wie ich. Cool. Na gut, das Spiel ist ein bisschen gemein gerade, also weiß nicht. So, da waren wir noch nicht. In dieser einen Ecke. Gut, dann nehme ich halt an. Ne, Ramo kann ich auch nicht. Das ist alles so schwer hier gerade, Mann. So, da diese eine Ecke war ich noch nicht. Jetzt wollte da hingehen. Na, kann ich ja nicht. Boah. Also, ich weiß ehrlich gesagt aber auch nicht, wo ich hin muss hier. Eine Spionin in Sektor 7, das Schildkrötenparadies. Ich habe so viele Orte irgendwie, wo ich hingehen kann, aber irgendwie weiß ich nicht genau, wo ich hin muss. Ich hoffe, ich kann ja jedes Mal zurückgehen, ey. Okay, da ist das Schildkrötenparadies. Lass mal da hingehen. Ha. So, hey, merkwürdiger alter Mann. Paradies, wir sind im Schildkrötenparadies. Oh, hallo, junge Dame. Jetzt besteht. Flyer gefunden? Flyer? Ich wünschte nur, es wäre nicht so viel kopiergeschützte Musik hier. Rumlaufen. Überall rumliegen, ey. Findest, erhältst du einen fantastischen Preis von mir. Bist du oh, ich habe schon ein paar gefunden. Oh, jetzt müssen wir mich auf den Arm nehmen. Vielleicht kann ich ja dein Interesse wecken. Muss ich ja schon wieder durch die Gegend rennen. Boah. Ich bin im letzten Part hier durchgerannt, du, ich bring dich um. Boah. Ich muss die ganze Zeit reden wegen der Musik im Hintergrund. So, Gefühl irgendwie, dieses Projekt ist irgendwie bei nicht so voll drunter und drüber. Welche Musik irgendwie abstellen, jetzt mal ganz ehrlich. Willst du nicht versuchen, alle meine Flyer in den Slums von Sektor 7 zu finden und die erste Person? Ich bin mir ziemlich sicher, einige von denen sind irgendwie in diesem einen Gebiet, wo die Gegner waren. So sehen meine Flyer aus. Schick, oder? Eins. Versuch doch mal, alle sechs von ihnen in den Slums von Sektor 7 zu finden. Alles klar. Der Preis gehört so gut wie mir. Sag mal, Junge, da fange ich an, es gibt hier keinen. Zu glauben, es gibt hier keine Store. Aber bei dir kann ich die eintauschen. Alles klar, los geht's. So, alles klar, dann zeig mal. Tempobrett. Okay, hier sind alles coole Einheiten. Gib mir das hier. Boom. Was haben wir noch hier? MG-Drohnenfabrik. Eine. Was soll ich hier mit? Oh, hier gibt es ja auch noch welche. Ich kaufe einfach alles hier. Gibt ja nur solche Sachen, ne? Außer der aller Kommandant greift Gegner im Umkreis mit einem Rumschlag an. Ja.
Und jetzt habe ich nichts mehr. So. Oh, jetzt kann ich ja weiter. Okay. Da kann ich irgendwo diese Musik abstellen. Nicht so Radio-Musik oder so. Nee. Oh Gott. Und dann wird das hier schon etwas nervig. Was? Wo kann ich da rein? Ah! Oh. Hab ich dich, du Schildkröte! Okay, werden die mir auf der Karte angezeigt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier sind so viele Soundeffekte, ey. Was ist hier los, ey? Diese Musik! Oh, ist das überall, wo die Musik ist? So, ist halt überall, wo ich diese Musik höre dann. Oh, was? Ich kann jetzt mal was mit den Schuriken machen. Aha. Ja, finde ich auch, ne? Auch jetzt eingesammelt. So, her damit. Hier los, ey. Was ist in diesem DLC los? Da ist so drunter und drüber hier überall, ne? Weiß nicht. So, das heißt natürlich, wir müssen jetzt noch mal überall durch die ganzen Slums rennen, ne, um die zu finden. Ne? Wurde angeschrieben. Oh. Irgendein Trottel hat versucht, einen Flyer in der Fabrik zu verstecken. Oh, sehr gut. Kommt angegriffen worden. Mit den Biestern ist nicht zu spaßen. Du hältst dich besser auch fern. Ah, also da ist eine irgendwo. So, warte mal. Ja, damit. Eins. Also überall, wo die Musik ist. Ich habe das Gefühl, ich bin so ein ganz kleines bisschen auf dem Trip. So, wer hat sich mit Wutai verbindet? Ich würde gerne so ein bisschen, weiß ich nicht, so ein bisschen von der Story her so was sagen, aber ich habe so, es gibt immer so eine neue Sache, die mich irgendwie ablenkt, und dann finde ich wieder eine neue Sache, die ich mich konzentrieren kann, und ja, das ist halt so. Das DLC ist halt wie Jofi, ne? Also immer auf Trab, immer ist irgendwie was los, ne? Also ja, aber okay, ich nehme an, irgendwann passiert doch mal storymäßig irgendwie was, ne? So, komm, das machen wir jetzt aber noch. Wer, das lohnt sich nicht, ne? Wenn ich dafür nur Müll krieg, ne? So, ich weiß, hier ist auch eine Musik irgendwo. Devil May Cry. Wo bist du? Ich warte schon auf die ganzen Urheberrechtsmeldungen, ne? Die mich erwarten. Oder nicht? Da bist du. Wo ist das Poster? Unser Poster. Ja, Mann. Ich habe jetzt heute den zweiten Part hochgeladen, und ich weiß noch nicht, was da alles an Urheberrecht Sachen angezeigt werden, ne? Aber ich nehme an, sehr viele Sachen. Warum ja? Ja, irgendwie schon. Oh, was ist das denn hier? Schippe Cloud konnte man ja auch in so Boxen kaputt hauen, ne? Hm. So, irgendwo muss das doch hier sein. Hier ist doch die Musik, weil.
Also muss er da irgendwo hier der Poster sein. Boah. Oh mein Gott. Lass mich die Musik hier einfach mal abstellen. Ich weiß, die ist kopiergeschützt. Ich weiß es einfach. Also lass mich die mal kurz hier. Ich weiß nicht, ob zählt das unter. Nein, das zählt nicht unter Musik anscheinend. Damit ich mich mal in Ruhe hier umschauen kann, ne? Ohne mir Gedanken drüber zu machen. Über die kopiergeschützte Musik. So, oh mein Gott. Ruhe und Frieden. So, wo ist das blöde Dingen? Kann nicht sein, Mann. Muss doch hier sein. Die Musik ist ja am lautsten, ne? Hier. Sie hat schon hier im Gehört gesagt. Okay, scheint irgendwie nicht hier zu sein. Jedenfalls nicht da, wo die Musik ist. Na gut, dann gucken wir weiter irgendwo, ne? Jetzt spiel mich hier gerade so ein bisschen aus, trickst. Okay, irgendwie wird die Musik hier wieder lauter. Was zum? Warum? Sind mehrere Sachen. Ich muss mir die Lieder mal irgendwie online anschauen. Ein bisschen Erfahrungspunkte und zu sammeln, ne? Ja, Stück. So, Kollege, müssen wir aber schon hier diese Poster hier geben, ne? Oh. Das hat ja ganz am Ende. Da habe ich es gemacht. Ich will eigentlich auf den anderen losgehen, aber okay. Okay, was sind denn hier für Viecher? Fertigkeit gemeistert. Stimmt. Aber er ist ja noch am Leben. Ich dachte, ich hätte den. Aber er gibt mir nicht ein paar Erfahrungspunkte. Nein, der hat mein Angriff gebrochen, das gibt es nicht. Das Spiel ist so schwierig, ne? Der hat ja noch fast volle AP. Was zum? Bin ich vergiftet? Ich bin vergiftet, ne? Er läuft ja gar nichts auf Plan in diesen DLC. Ich werde vielleicht mal analysieren, ne? Und ich auch sehen, ob die irgendwie, weil nicht irgendwas anfällig sind, ne? Wirksam Eis.
Ja. Nein, was ist los? Nein, komm schon. Hey. Wir spielen, ne? Hey. Ich glaube nicht, dass das Hauptspiel so schwierig war. Ich bin schon wieder eingeschlafen. Oh mein Gott. Ah, Vergifter bin ich auch. Ah, kippst du einfach nicht, Mann. Ah. Ja, Mann, das Spiel ist sehr dafür gedacht, für Leute, die das Hauptspiel durchgespielt haben. Gerade frisch da rauskommen irgendwie, ne? Ja, jetzt gibt's eins auf die Fresse. Da habe ich Spinne, Mann. Ja, wir haben das nicht gemacht. Cool. Ein Stück. Ich sehe auch der Poster gerade. Ja. Entschuldigung, ist es zu spät. Meine Güte. Entdeckt. Oh mein Gott. Also so viel Stress in diesem DLC. Ne? Ich dachte eigentlich, damit ich gehe ja noch voll chillig durch. Aber also diesen DLC ist so knochenhart auf einmal. Ich nehme an, das ist der einzige. Das ist dieser Hund, ne? Ich nehme an, das ist das einzige Schildkrötenparadies-Ding, was ich hier finden kann, ne? So, wie komme ich jetzt wieder raus? Wofür sind nochmal FP da? Die sind für. Sind die ja. Oh, jetzt kann ich die andere Waffe ausrüsten auch. Weil ich ja die Fähigkeit da gemeistert habe, ne? Ja. So, wie viel haben wir jetzt? 4, ne? So, lass mich bitte hier raus. Auf dem Weg, ich sag sich zweimal. Ja, oder wieder. Ich nehme an, das magische Angriff, was ich hier mache, ne? Wie macht diese Angriffe nichts? Oder bin ich mir nur ein? Wenn wir mal angucken, was diese Angriffe überhaupt machen, ne? Na, warte mal, der eine wirbelt hier wieder rum. Ja, geh weg. Okay. So, ich muss mich mal kurz heilen, ey. Uff. Wir hatten doch nichts mit der Story heute, ne? Ich habe die gerade ein bisschen vorangetrieben anscheinend, aber... So. Was ist diese Musik? Was ist mein Level? So, dauert noch. Wer ich? Oh, Cloud. Wo ist er?
hat, wo er wissen die hat. Ich glaube, eine war hier, ne, wo diese ganzen Katzen waren, ne? Da war noch eine, ich weiß nicht, wo der letzte sein könnte. Doch, ich weiß, das ist bei da, wo Cloud irgendwie gewohnt hat vorher, ne? Wo denn seine Unterkunft ist, wenn ich mich nicht irre. Du hast den Flyer. Warte, du kleiner Dieb. Los, werfen Schurken drauf. Ja, du Stück. Das ist die falsche Katze. Mit dir. Die Mieze hat den Flyer nicht. Mehr lohnt sich nicht, das hier alles machen. So, komm her. So, falsche Mieze. Was? Wo ist die? Komm her. So, und dann müssen wir noch zu Clouds Wohnung, glaube ich. Oder glaub ich die letzte. Hm. Ah, Clouds Wohnung ist da, glaube ich. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, wo. What? Aber werde ich mal Schleichmission machen. Also nicht vom Hund bemerken. Dann mal hier. Ah. Boah. Mein Gott. Na, geh wieder schlafen, Kollege. Du hast einen harten Tag hinter dir. So, wo ist der Flyer? Auf der Mori kommt immer näher. Immer und immer näher kommt da. Immer und immer näher. So. So, wie ich muss. Was? Was? Lass mich jetzt aber nicht entdeckt noch im letzten Moment, ne? Oh, willst du mich. Ich hab doch. Boah. Sie hat doch schon gesagt, da war echt knapp, also habe ich das doch geschafft, oder? Ja, so lange schläft er doch gar nicht, Mann. Boah. Hey. Ich muss da bestimmt einen Bogen um die Dinger machen, ne? Oh. Mach eine, Kollege. Ich bin schon im dritten Party und ich habe irgendwie noch nichts irgendwie geschafft, habe ich so gefühlt. Unser Poster denn da oben? Oh. Vor wetten, wenn ich da reingehe. Ich darf die Dinger bestimmt nicht berühren, ne? Ey, das ist jetzt nicht fair. Was? Das war schon. Komm ja gar nicht vorbei. Ey, ich hab das doch geschafft, Mann. Boah. Oh, Mann, jetzt gehen wir nicht so auf den Nerven, ey. Ich wollte hier ehrlich gesagt heute mal ein bisschen vorankommen. Ich kann auch gar nicht schneller rennen, ne? Boah. Ich renne jetzt gleich durch den Besen und so durch, ne? Da weckt er ihn bestimmt auf, wie vor Wetten. Boah, hier muss ich immer zweimal warten. Welcher Hund bleibt denn nur für 2 Sekunden irgendwie schlafen, ey? Oha. So, muss ich sehen, wer der schlafen geht schon? Ey, das ist nicht fair. Was soll ich denn hier machen? Hallo? Der bleibt nicht lang genug schlafen.
Ey, das ist unfair. Ey, boah. Leute. Also ich euch so krass hier verarschen gerade. Ich bin doch schon so schnell wie möglich da durchgegangen, Mann. Er hat ja immer nur so ein paar Sekunden. Oh mein Gott, ich krieg gerade echt zu viel. Er regt mich gerade ein bisschen auf hier. Kannst du mal was gegen den Hund da machen? Willst du was vom Alleskönner? Einen Auftrag leite ich gerne weiter. Für alles andere. Boah, ey. Jetzt gehen wir hier nicht so auf den Nerven mit diesem blöden Köter. Meine Güte, ey. Ja, was soll ich jetzt hier machen? Ich werde gleich wieder von denen entdeckt. Da bleibt ja nicht länger da stehen. Schleichen kann ich auch nicht, ne? Ne, jetzt war ich zwei Runden, ne? Und zwei Mississippi, drei Mississippi, vier Mississippi. Da bleibt doch schon lange schlafen eigentlich. Ja. So. So, jetzt bleib aber ein bisschen länger schlafen, Kollege. Ja, ich wusste es. Ey, das ist nicht fair. Ich habe gerade echt keinen Nerv für sowas. Boah. Mein Gott, ich wusste, sobald ich versuche, nirgendwo gegenzustoßen. Ja, das Ding ist aber direkt davor. Was soll ich denn dagegen machen? Ich muss doch den Weg darum gehen. Aber wenn ich den Weg darum gehe, dann sieht er. Dann macht er wieder schnell genug auf. Das ist doch voll die Verarschung. Boah. Und das spielt doch ja extra. Kann ich nicht einfach K.O. schlagen? Oh. Da finde ich jetzt gerade echt nicht nett. Ich komme ja an Ramo nicht vorbei, ich komme an Wedge nicht vorbei. Langsam ist mir halt genug von irgendwie nicht vorbeikommen. Ich will auch mal hier vorankommen, ey. Hm. Wo ist das Ding überhaupt? Da oben? Ist das da oben? Muss ich das da? Ist das Schildkrötenparadies? Ich weiß es nicht. Muss ich das schnell an? Ich glaube, ich muss gar nicht an dem vorbei, ne? Mal geschlafen, mein Gott. So, wir. Hey, was treibst du denn da? Meine Güte, ey. Was willst du denn mit dem Flyer? Und wer bist Keine du Ahnung. Überhaupt? In letzter Zeit spielen irgendwelche Pflegestreiche mit den Flyern vom Schildkrötenparadies. Ach, ich sammle ich doch nur. Hörst du etwa zu denen? Oder verfolgst du den Alleskönner? Ein hübsches Gesicht hat er. Ja. Ich verstehe dich ja. Aber spar dir das lieber. Der Kerl ist den ganzen Ärger einfach nicht wert. Wenn man wissen will, was in dem vorgeht, braucht man entweder viel Geduld oder hohe Gewalt. Männer wie die sind wie Sand am Meer. Da verbiegt man sich und tut und macht und am Ende... Ich will aber gar nichts von diesem Alleskönner. Was willst du dann hier? Ich hab mich verlaufen. Aber ich finde den Weg schon. Alles klar. Das war der letzte Flyer. Gut, dann wollen wir mal. Meine Güte, das war voll nervig. Oh, sind wir jetzt ja fertig, können wir die Story so ein bisschen vorantreiben. Ich fühle mich ja voll unter Druck gesetzt, obwohl es ja gar keinen Druck gibt irgendwie. So, okay. So wer das ist nicht wert, sonst hau ich dir eine mit dem Schild über. Ja. Ja. Damit bist du die erste Person,
Was war das? Konnte ich nicht über die Musik hören. Ich wusste natürlich, dass ich alle Flyer finden würde. Kinderspiel. Ach ja, fast vergessen. Hier, ein kleines Geschenk. Das sind doch Dachau-Bohnen. Soll das etwa heißen, dass du... Ich verstehe. Einen Ninja trifft man selten in dieser Stadt. Ich würde dich ja liebend gerne auf ein Glas in meine Bar einladen. Aber du hast sicher viel zu tun. Außerdem bin ich viel zu jung. Außerdem siehst du noch zu jung aus, als dass ich dir mit gutem Gewissen etwas anbieten könnte. Wenn du noch ein paar mehr Abenteuer hinter dir hast, komm ich doch mal wieder hier in Midgars Schildkrötenparadies besuchen. Ja, reden wir über die Belohnung. Ich serviere dir das köstlichste Essen und die besten Getränke außerhalb Wutais. Amplifikation. Okay, Trophäe. Amplifikation. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Materie. Ich glaube, die war nicht den Ärger wert. Was ist das? Amplifikation. Erwirkungsweich der verbundenen Magie-Materie wird ausgeweitet. Drücke, wir kommen wieder auf ein einzelnes Ziel. Ach so, das ist... Ach, alle, genau. Das ist alle, mehr oder weniger. Obwohl, das ist eigentlich besser. Das ist immer noch besser als das andere. Genau. Ja, das ist mehr oder weniger die alle Materie. So ist sie im Original damals. So, Wedge kriegen wir nicht kaputt. Also... Guck mal, wie es hier so weitergeht, ne? Chatlist bitte, Ramo kriegen wir wahrscheinlich auch nicht down, ne? So, ich soll schon wieder nach Avalanche. Eine Spionin in Sektor 7. Und ich dachte, die Partie hätte ich in der Tasche. Okay. Komm mal, tun wir mal ein bisschen die Dinge hier vorantreiben, hoffentlich. Wenn ich das jetzt finden würde, meine Güte, ey. Das war irgendwie der schlechteste Einstieg überhaupt ins DLC. Weiß er nicht. So ein drunter und drüber hier. So, wer kommt? Hier kommt jetzt nichts Interessantes, ey. Ja. Bin zurück. Da bist du ja. Joffi hat schon auf dich gewartet. Lauf, Arsch! Tut mir leid. Was ist? Du ähnelst deinem Vater wirklich gar nicht. Sehr erfreut, Yuffie. Ich bin Sono, großer Kabel. Dein Vater keine Ahnung, wer das damals das Kämpfen bei. Mir bloß nicht mit dem Nichtsnutz an. Viel wichtiger. Was habe ich da gerade eben gehört? Du ziehst dir fröhlich um die Häuser? Du sofort Condor spielen und trinkst Flyer sammeln. Ein Partner, der sich wie ein alter Sack benimmt, wäre mir richtig peinlich. Was ist mit dem Schildkrötenparadies? Wenn so Operation nie damit Midgar geht, dann verlass dich ruhig auf mich. Okay? Bin nämlich voll souverän. Ich hab schon alles hier in diesen Slums gemacht. Wo ich anfangen soll. Von Operation nie damit Midgar weiß ich nichts. Aber egal. Chefin, zeigen wir es Ihnen. Okay. Chefin? Meinst du mich? Ich bin zwar etwas älter als du, aber du bist dafür schon länger in der Einheit. Echt? Ist das so? Chefin, ja? Gefällt mir. Sonst behandeln mich alle immer wie ein Kind. Sobald wir die Materie haben, geht's ins Schildkrötenparadies. Eine Taube? Das ist nur unser Frühstück. Bereit zu sein, könnt die Dinger unten im Lagerviertel abholen. Yuffie, Sonon, begleitet ihr mich? Aber natürlich! Das ist die Chance, unseren Feind besser kennenzulernen. Unterwegs wird es gefährlich. Bereitet euch gut vor. Ich warte draußen. Sagt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Alles klar! Okay. Sonon kann im Kampf nicht aktiv kontrolliert werden, weil er halt kein Hauptcharakter ist, ne? Kannst du mit R2 Befehle erteilen. Drücke ihm L2, um den zu wechseln. Kann ich ihn im Kampf gegen Ramo mitnehmen? So, er scheint irgendwie ein... Er ist auf jeden Fall ein neuer Charakter. Aber da werden ja alles. Meister der Gegenstände. Kampf eingesetzten Gegenstände. Auto Vita. Provozieren. Erschlag. Ja.
Gar nicht schlecht. Das heißt nur so Hilfssachen, ne? So, mit denen gehen wir mal in den Kampf gegen gegen Ramu, oder? Würde ich sagen. In den letzten 10 Minuten so. So, komm mal hier rein. Wer, du kommst nicht mit. Dich dem Kampf gegen die Esper zu stellen? Ja, ich habe jetzt einen Kollegen dabei. Wer, ich kann ihn da nicht mitnehmen. So, machen wir ihn fertig. Jawohl, gut. So. So. Ich war einfach weg und wirf meinen Schuriken auf dich. So. Oh, er hat aber trotzdem HP und so. So. Sag mal her, ich will mal Raum einsetzen. Oder Analyse soll ich vielleicht mal einsetzen, ne? Wirksamen Wind. Oh. Sieht man da auch. Da ist das. Na Gott. Ja, finde ich gut, wie der am Provozieren ist, ne? Der ist noch kein einziges Mal auf ihn losgegangen, glaube ich. Was geht nochmal auf den anderen los? Das ist noch ein anderer gut aussehender Typ hier. Geht nochmal auf den los. Ich sehe auch, der hat ein Limit, ne? Fertigkeiten, Wirbelsprung. Das setzt gar nicht automatisch ein. Cool. Aber mit cool meine ich überhaupt nicht cool. So, Limit. Blutrausch. Ist nicht Blutrausch ihre letzte Limit-Attacke? Im Original? Ich glaube ja, ne? Nein, oh, jetzt bin ich auch noch paralysiert. Mach mal das. Oh ne, warte. Ja, ich glaube, ich werde gleich wieder getroffen von dem super Angriff. Wie soll ich denn den Angriff ausweichen? Ah, jetzt bin ich wieder allein. Cool. Deswegen brauche ich Königsfedern. Nein. Leute. Mein Gott, ey. Oh Gott, geh kaputt. Geh kaputt, Mann. Oh, ich habe den gar nicht getroffen damit. Komm, geh kaputt. Da bringt doch bestimmt was, ne? Ja, was soll ich machen? Mich heilen oder den? So, ich gehe einfach hier aus dem Weg. Das ist mal richtig. Oh mein Gott. Alter. Beeindruckend. Ich habe die Kampfdaten analysiert. Ja, ich weiß nicht, wie Kramo. Schwörermaterie abgeschlossen. Du bist so schnell wie der Blitz, Yuffie.
Die Esparamu, Gebieter über den Himmel, wird dir ein passender Partner im Kampf sein. Du kannst dich dem Kampfsimulator stellen, so oft du möchtest. So, hab ich schon wieder was bekommen. Ja. Ich verstehe. Das ist sehr bedauerlich. Okay, weißt du was? Wir versuchen jetzt Wedge auch nochmal. Den kriegen wir auch noch down, ja. Ne, dann haben wir auch hier erstmal alles erledigt, ne? Und wenn das ein bisschen länger dauert. Da ist der da. Ach, den meinte sie mit gut aussehenden. So. Ich will mir auch eins machen. Ist schon gut, meine Kleine. Ah, okay. Du willst mich herausfordern? Ja, den krieg ich auch noch down, ne? So, das hat es irgendwie nicht so gebracht. Ich habe ein paar andere Bretter noch. Truppenbrett, Tempobrett. Geschwindigkeit. Wie sich das auflädt? Truppenbrett. Vita, Hast. Eis gemacht, Aero. Nein, machen wir das mal. Da ich sehe gerade, der hat auch irgendwie diese super starke Einheit, ne? Aber jetzt was hier? Aber ich habe jetzt auch so einen dicken. Ne, habe ich nicht. Warum nicht? Doch da. Ich habe so das Gefühl, diese Dings bringen es nicht so mit diesen. Was hat denn der alles? Der hat von allen irgendwas cool. Ich glaube, diese Basen bringen es irgendwie nicht so, ja. Den ja. Dann haben wir Enya und wir jetzt nur die starken Kollegen, ne? Dann haben wir uns noch so eine Kaserne. Und eine Kaserne von die. So. Was geht's? Boah, Wedge, komm her. Ich bin jetzt einfach sofort. Na, ah, ist doch natürlich klar, der hat jetzt genau passende gewählt, ey. Wie macht dieser Angriff nichts an Schaden, ey? Was? Alter, warum bekomme ich hier so gut wie nichts geregelt hier? Mach den fertig. Gibt's doch nicht mal. Ja, komm her. Das gibt's ja wieder nicht, ey. So. Ich will einen ganz dicken hier aufrufen. So. Oh, der wird jetzt halt irgendwas Dickes rufen. Ich sehe da. Ja. Oh mein Gott. Hey, dieser blöde Hubschrauber, genau. Warte, den mache ich platt. Ah. Okay, nach oben fertig. Was macht den fertig? Macht den fertig. Ein Turm kaputt. Dann gewinnen wir, glaube ich, ne? Mein Gott, da macht ja nichts an Schaden. Kann ich mein Ding wirklich schneller aufführen? Ich weiß das nicht. Ja. Jetzt kommt der hier und macht mich fertig.
Okay, mir überhaupt. Der greift dir gar nicht an. Warum ist denn der so stark? Ich krieg den gar nicht down. Der ruft seinen blöden Hubschrauber und macht mich damit fertig. Nee. Ich mach so eine andere Kaserne. Nein. Nein. Ich will Leute hier ändern. Habe ich nicht so andere? Die will ich dann. Die Typen bringen es nicht. Die. Ich gehe nicht raus, bis ich das nicht geschafft habe. Wenn wir hier ganzen Kleinigkeiten der Wesen erledigt haben, ey. Warum habe ich hier nichts Blaues? Boah. So, du. Ah, jetzt tut er ja die Dings platzieren, ey. Komm, mach eine. Und dann fertig, danke. Gehen wir einfach weiter. Nein, nicht auf ihn. Boah. Was geht auf ihn drauf? Nein, nicht auf ihn. Auf ihn. Ja. Ah. Ah, da wollte ich gar nicht. Alter, warum ist denn der Typ so schwierig, ey? Gibt's doch einfach nicht, Mann. Am Anfang sieht er immer so gut aus, ne? Und dann kommt er einfach und macht mich fertig. Ach, guck mal hier. Boah, der sammelt, jetzt hat er wieder diesen blöden Hubschrauber, ne? Na, warte. Umgehen Drohne. Hier auf den los. Bringt Aero was? Jawohl. Wenn ich den erledigt habe, dann habe ich gewonnen. Mehr oder weniger. Noch ein Stück. Jetzt gewinne ich. Ja, guck mal. Alles, was ich brauchte, waren ein paar Lufteinheiten. Stürmt ihn nieder. Stürmt. Wieso kommt denn der Typ da durch? Geht auf ihn los. Wir haben die Lufthoheit hier. Er kommt hier neben dem durch. Der kommt da durch. Warum kommt er da durch? Wir waren ja mit allen Mann auf den und der kommt trotzdem durch. Aber zwei Türme kaputt. Wir haben gewonnen, ne? Mehr Drohnen, mehr Drohnen. Mehr Drohnen. So viele Drohnen hat er keine Chance. Ja. Oh mein Gott. So, haben wir das auch erledigt. Wir jetzt kommen noch mehr Leute. Boah. Du bist echt stark. Ich habe dich unterschätzt. Ich habe dich ja gewarnt. Ja. Habe ich dich sogar mit Samtpfötchen angefasst. Juffi. Schön frech. Man sieht sich. Grüß deine Kätzchen von mir.
Turm bei 3. Ja, natürlich kommen jetzt hier noch mehr. Natürlich kommen wir noch mehr Leute. Boah. Wird der nie fertig. Kommt immer mehr. Wir sind hier Level 4. Sehen wir mal mit Level 4. Also ich bin hier fertig. Nur sagt mir, ich bin hier fertig. Wenn ich eine Story weitermachen kann. Ich habe schon von Orten, die ich noch gar nicht gefunden habe hier. So, okay, boah. Okay, haben wir jetzt 3 Parts lang hier genehmquestet. Oh nee, ist das Chatley? Ja, es ist Chatley. Warte mal. Soll das heißen, ich habe alle besiegt, inklusive des Vorkonda-Chips? Oh, das ist das letzte. Na warte. Oh nee, warte mal. Nee. Wenn Chatley der letzte ist, dann komm her. Dann machen wir den auch noch. Hallo Yuffie. Ich habe mir die Ergebnisse deiner bisherigen Partien angesehen. Meiner Einschätzung nach bist du zu schnellen Entscheidungen fähig. Und verlierst auch in schwierigen Situationen nicht die Ruhe. Na warte du. Du bist wahrlich der perfekte Gegner, Yuffie. Ich will Daten zum Spiel vor Condor sammeln und möchte dich bitten, gegen mich anzutreten. Von mir aus gerne. Zeig mir, wo der Hammer hängt. Der Typ sieht aus wie Gladiolus, ey. Final Fantasy 15, ja. Der mit mir hier ist. Okay, so. Truppenbrett. So, er hat nur 5 Leute, aber was ist der Haken? Truppenbrett 2, Truppenbrett 3. Er hat nur 5 ATB. Oh Gott, er hat so Kasernen und also was. Na warte. Wir nehmen dich. Wir nehmen okay. Wir nehmen. Wo sind meine ganzen? Sind meine ganzen Fabriken? Nee, nicht die, die hier bitte. Dann die Fabrik. Boom. So, der. Drohnen, Motte. Einfach so mal so, ne? Luftkommandant. Guck mal, ob das was wird, ne? So, machst du als erstes. Du machst. Was ist so platziert? Ich brauche Wasser. So. Der kommt ja nie im Leben rechtzeitig hin. Wird er von denen den kaputt gehauen, ne? Ja. Aero. Aber den hier. Na, der hat schon kaputt gemacht. So, geh auf den hier los, bitte. Okay, der zieht mich hier wieder ab, ist klar. So, so, hier kommen einige Leute an, sehr gut. So. So, kann er die angreifen? Ich weiß es nicht. So, die sind noch am Leben, alles klar. Oh, der tut ja nur auf Dings setzen.
Komm schon, machen wir seine Fabriken kaputt. So, es kommen immer mehr Leute. Wie viele Drohnen da sind wieder? Ich liebe es. Ah. Den schaffen wir. Wie viele Drohnen hier sind. Na komm, den schaffen wir. Nee. Geht mal auf die Türme als erstes, Leute. Okay, sind wir ja verlieren. Nee, nee. Jetzt mal wieder von der Seite. Nee. Da kommen die Dicken. So, boom. Dicker. Ey, Digga, mach dich kaputt. Wir haben damit nicht klar, komm. Aber warum hat er jetzt so viele Drohnen? Nein. Lief doch so gut, Mann. Na, ich habe da beinahe einen erledigt. Warum gewinnt denn der jetzt auf einmal wieder? Oh. Nein. Nein. Nein, komm. Oh. Da hatten wir den, ich weiß, woran das lag. Ich muss mir diesen Wind aufbewahren. Ich habe gar keinen Wind, ne? Verdammt. Ja, ich habe gar keinen Wind, warte mal. Ich muss ein anderes Brett hier benutzen, glaube ich. Das hier hatte Wind, ne? Ne, wo ist er mit dem 2 Wind? Weil da sind wieder so viele Lufteinheiten. Das sorgt für das ist sehr gut dagegen, ne? Na, machen wir den hier. So. Man platziert so als erstes. Habe ich nichts für. Super. Genau, die Fabrik habe ich nicht. Kannst du auf ihn losgehen? Jawohl, ah, mit einem Schlag weg, ausgezeichnet. Da packe ich jetzt MG-Drohnen hin. Ne? So. Ah, sehr gut, der One-Shotet die einfach. So, da kommt blaue, das heißt, da packe ich die Drohnen. Ne? Ich habe den nicht gerade. Cool. Ah, super. Ne, da habe ich die Drohnen schon hingepackt. Nein. Ah, komm her. Kann ich einfach die Dinger jetzt kaputt machen? Ne, ich kann da gar nicht hinzielen. Weil jetzt so weit weg sind, ne? Da. Jetzt gehen die lieber auf die Fabriken los. Nein. Ich weiß nicht, ob das da gebracht hat. Da kommen meine Drohnen wieder. Ja.
Nein, komm schon, Mann. Oh, ah. Jetzt kommen wir ja wieder nirgendwo durch, ey. Der hat noch drei seiner Zauber. Ich muss was ganz Dickes hier platzieren. Oh, so geht das auch. Cool. Was sehe ich denn da? Motte. Na, jetzt kommen diese aber hier durch, Mann. Oh, oh mein Gott. Aber diese Fabriken bringen nichts für mich. Nein, komm. Brauchst mir nicht. Ich noch mal. Ich mache jetzt so lange, bis ich das schaffe. Warum wird jetzt ausgerechnet die, die ich brauche, nicht? Warum wird jetzt ausgerechnet die, die ich gerade brauche, nicht hier angezeigt, Mann? Super. Ist ja voll gemacht. Ah. Warte, ich tue dich jetzt bombardieren mit. Boah, die haben mich schon erledigt. Mein Gott. Ah, ist jetzt der Arero oder gegen den ein? Kann ich auch hier. Mein Gott. Denn gerade erst passiert. Gibt's da nicht. Der fliegt jetzt einfach an dem vorbei. Na, ah, jetzt sind ja, hier sind die falschen Leute. Ja, wird nix. Ich hab's halt einfach nicht mal. So, war mitten der als letztes nicht aktiviert, ey. So, du hast zwei Feuer. Eigentlich brauche ich nur ein weniger. Ich brauche kein Feuer. Feuer brauche ich nicht so oft. Das heißt, ich brauche zwei. Ja, komm. Jetzt geben wir von jeder Farbe ein am Anfang. So, machen wir halt so. Man hat ja schon wieder so schnell welche. War dieser Sack? Naja, auch hier. Drei Einheiten auf einmal kaputt gehauen, sehr gut. Jetzt kommt die Motte von da. Der hat nur rote, los, komm. Man macht die alle platt. So, jetzt pack ich hier MG-Drohnen hin. Ich warte, bis er irgendwas Dickes da platziert. Ja, sehr gut.
Ah, Dreck. Da kommen schon wieder Leute. Da. Ja, gut. Geht rein da. Oh, es fällt aber ganz schön lange, ey. Komm schon. Nein, jetzt sind sie wieder alle weg. So, da war ich. Da war ich dich. So, bringt das was? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir gewinnen, ne? Ich glaube, wir sind dann gewinnen. Irgendwie komisch, wenn ich das schon fragen muss, ne? Nein, da kommt einer durch. Also kriegen wir beide kaputt. Komm. Jawohl. Einer ist kaputt. Zwei sind kaputt. Müssen wir eigentlich nur noch gewinnen. Komm schon, das schaffen wir. Muss halt nur noch aushalten, ein paar Sekunden. Bleibt standhaft, Leute. Bleibt standhaft. Wir werden uns niemals... Wir werden niemals verlieren. Wir werden immer standhalten. Warum macht da einer das Ding noch kaputt? Ein verpierlich Gefäß. 10 Sekunden kommen, da kriegt er nie im Leben einen Turm runter. Ja. Oh mein Gott. Gil, FP Boost. Das war beeindruckend, Tufi. Damit wurde meine Hypothese verifiziert. Deine Hypo wurde was? Verifiziert. Ich habe Maßnahmen gegen Spionage durch Wutai untersucht. Indem ich ein Preisgeld ausgesetzt habe, konnte ich vor Condor effizient und schnell in Midgar verbreiten und... Ja, ja, verschone mich mit Details. Entschuldige bitte, was ich damit eigentlich sagen wollte. Das Preisgeld und die Materie gehören dir, Yuffie. Jawohl. Hab ich da Materie gehört? Moment, heißt das, du warst die ganze Zeit der Champion? Du hast mich belogen und betrogen. Wie gefällt dir das, Shinra? Dich, dein ganz Midgar, habe ich in die Knie gezwungen. Deine Fähigkeit, dich auch von starken Herausforderern nicht abschrecken zu lassen, ist beeindruckend. Du bist ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch beim Test meiner nächsten Hypothese unterstützt. Zeig allen, wo der Hammer hängt. Ausgezeichnet, Fort Condor Champion, yeah. Ich bin der Champion, Leute. Boah. Nimm das. In your face, Midgar. Okay. Kann ich mit dir ankreden? Nee. So, haben wir jetzt alles hier erledigt? So, neben Quiz mit? Ja. Cool. Ah, ausgezeichnet. So, die Materia, FP-Boost, ne? Wenn wir uns das nächste Mal anschauen, ist, glaube ich, sehr offensichtlich, was die macht, ne? Mehr FP am an. Ich weiß aber gar nicht, was FP nochmal bedeutet. Sind das Erfahrungspunkte? Nee, ne. Oh, ich fand das Geld war schon irgendwie mehr. So, Analyse benutze ich irgendwie nicht, habe ich so Gefühl, ne? Also machen wir halt weg. Packen wir da aber nicht. Packen wir da Stehlen rein. Und was was? Dann packen wir FP Boost hier rein, damit sie schneller das hier hochlevelt. Ne? TP Boost. Heilen, effizientes Blocken. Oh mein Gott, auch nicht. Habe ich so ein Gefühl. Kuriert zu dem Gift. Okay, keine Ahnung. Weiß nicht. Wo war das hier? Gut, alles klar. Was ist das hier? Oh ja, genau, so funktioniert das. Ich kann es vergessen.
Ja, mach mal das. So, hast du eigentlich auch hier so Fähigkeiten? Hat er sogar. Zusätzlich Materie-Slot. Oh. Wie viel brauche ich dafür? 6. Ich meine, das ist natürlich immer am wichtigsten, ne? Und ich glaube, da mache ich ihn halt irgendwie, damit er auch viel aushält, ne? Anstatt irgendwie mal anderes, ne? Weil er irgendwie so ein Support-Charakter nur ist, ne? Dann kriegst du noch was, und zwar ich kann ja im nächsten Part ein paar Sachen kaufen, ne? Cool. So, weiß nicht, ob ich den noch geben soll. Fragen kann wird aktiviert, wenn es ausweichen. Ja, ich weiß nicht, ob der automatisch macht, ne? Level du mal MP Boost hoch für uns alle, ne? Gut. Dann würde ich sagen, aber das war schon wieder viel zu lang, 1,5 Stunden, ne? Aber ich wollte ja unbedingt alles fertig haben, damit wir im nächsten paar Wesen hier mal weiterkommen, ne? Und wie es aussieht, sind wir jetzt hier erstmal fertig, ne? Gut, dann können wir ja in der nächsten Folge mal in der Story weitermachen, aber dann diesmal auch wirklich, nachdem wir ja alles erledigt hatten. Wir holen uns vielleicht noch ein bisschen neue Ausrüstung, ne? Und ja. Ich wollte mal seinen Stab anschauen, weil er hat da schon die ganzen lilanen Dinger drin, ne? So, ich will noch mal kurz hier ins Bettchen. Da ist ein Bettchen angezeigt, deswegen habe ich gesagt Bettchen, aber ich setz mich hier hin. Boom. Dann sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ne? Wo es dann hoffentlich weitergeht in der Story, ne? Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Ciao.